Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von SnowRunner, der Offroad-Simulation. So, mir ist ein kleines Unglück passiert. Ich war einmal in Alaska und habe eben einen Truck verkauft. Und der war eben schon halt im Lager drin. Das war so ein DLC. Stopp mal, bevor ich hier nicht gerade lang. Ach, ey, ich will da jetzt hin. Hätte ich drauf fahren. Na, das passiert, wenn man nicht aus Navi. Passiert, wenn man nur aus Navi hört. Komm ich hier lang? Oh, locker, easy going. Kleine Abkürzung. Ah, Schatz. Digga, das ist auch gleich ein Motorschaden macht. What the fuck? 7 schon wieder, what the heck, Alter? Komm, mach mal hier ein bisschen drauf vor. Digga, das ist ein fucking Auto, das hätte da 7 mal drüber gefahren. Ah, let's go, Alter. Schön durch den Vorgarten pingen. Ich kann's hier nicht. Oh Gott, okay, das hält mich jetzt gut. Denn mein BMW hängt doch hier vorne, ja. Jetzt brauchen wir voll Schmackes, dass er. Ja, neue Mission entdeckt, Weltstadt. Okay. Und jetzt, Achtung. Es hängt schon draußen. Oha. Kurz einmal Truck wechseln. BMW X6. Oha, Leute, Alter. Ist gerade geklappt. Das ist hier nicht mein neues Auto. Das ist schon ziemlich rabuliert, weil ich schon eine Rausziehmission. Aber da wollte da nicht dabei sein. Weil da hat er gar nichts zu kämpfen gehabt. Das wäre da ein bisschen langweilig. Was ist das jetzt hier? Verlorener Anhänger bestimmt, oder? Festgefahrener Anhänger. Wo ist denn das? Ach du Scheiße. Ich glaube, wir sind jetzt auch erstmal in Michigan. Erstmal eine Zeit lang. Wie geht denn das? Ah, jetzt hier. Denn das wäre mir ein bisschen lieber, als wenn wir dann gleich in Alaska durchstarten. Denn Alaska habe ich ja, ich habe mir schon einige Tutorials angeguckt. Alaska ist schon ein bisschen zu stark für unsere Trucks gerade schon. Na ja, klar, für den BMW. Guck mal hier, wie der sich hier lang kämpft. Easy going, Alter. Ist halt aber ziemlich schwer durch die Power. Ah, den haben sie gut gemacht, weil guck mal hier. Der sieht ähnlich wie in echt aus. Das sieht aber eher aus wie so ein X5. Finde ich. Guck mal jetzt hier. Junge, ich fahre durchs Wasser. Easy going, Alter. Ah, hier ist er schon. Wachturm entdeckt. So, mal gucken. Alter. Upgrade-Standort. Okay. Lei. Ich hab halt auch ein bisschen Entwässerung, was haben wir denn? Ich hab das freigeschaltet. Ich hab irgendwie auch ein bisschen Vertrauen da drinne, dass wir in die russische Karte jetzt reisen. Naja, ich werde jetzt erstmal hier zu dem Scout, glaube ich, fahren. Der sieht ganz vertrauenswürdig aus. Zack. Denn wir haben auch noch kaum. Ich muss mal kurz einmal nachtanken, bitte. Kurz Handbremse. Nachtanken. So. Oh. Quelle Bozu. Alter! Okay, dann können wir ja weiterfahren, denn ich glaube, der hat irgendwas an Bord. Ja, aber ich habe den mit der Werkstatt habe ich den früh verlassen, der. Alter! Scheiße. Das wäre ein bisschen.
mal hier, Junge. Das ist gar nichts für den, Alter. Da kämpft er sich hier durch. Whatever, was für den. Klar, Junge, der Caterpillar wäre jetzt hier 7-mal durchgekommen, aber die Modsparks sind überpowered, aber manchmal ist das auch irgendwie ganz gut, weil man kriegt damit, manchmal kriegt man mit Modtrucks auch kein anderes Ding raus, wenn du jetzt irgendeine Rausziehmission hast. Also. What the fuck? Jetzt verstehe ich, wieso der sich hier festgefahren hat. Und die hier nie wieder hoch wollten. Alter, guck dir das mal an. Herr Laska ist auch laut meiner Ansicht ein Koma, weil ich habe das Spiel ja schon mal durchgespielt, wie gesagt. Aber dann wurde halt mein Spielstand gelöscht einfach. Weil ich glaube, weil ich zu krass war. Ich habe mir zu viele Modtrucks gekauft. Ich habe nämlich viele Modtrucks in dem Server gekauft. Oh, das ist gleich. Alter, Junge, das haben die ja durch das Update richtig schlammig hier gemacht. Guck mal hier, wie der sich hier lang greift. Jetzt machen wir einmal wieder rüber. Alter! Junge, what the fuck? Junge, ach du! Hä, Junge, wo sind die denn hier lang gefahren? Oder andere Fahrer, wo schickt mich das Navi lang? Junge, haben die die Route etwa anders gestalten? Dann müssen wir doch auch so ein Berg. Ach so, ich glaube, weil ich immer die Abkürzung gefahren bin. Junge, what the? Hey. Achso, das ist durch die Zahnsperre bestimmt. Truck. Scout. Ein Scout 800. Ich glaube. Kann ich mich denn nicht irgendwie in die Wehr? Ich hab jetzt mal Telefon. Ja. Ja, jetzt, das meinte ich. Und dann nehme ich dann einmal den Scouter ab. Das ist der hier. Denn der ist ja was für Schnee. Ja, und mit dem BMW fahren wir dann, glaube ich, weiter nach White Valley. Die Frage ist halt nur, nee, ist mit Zimmer. Nee, Junge, komm, wir fahren nach Russland. Wer reist jetzt? Komm, dann nehmen wir auch zurück. Und dann holen wir noch dich zurück. Einmal wieder Bergen. Abstellen. 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 Trocklager. Ja, das passt leider. Hier, ich habe einen so von den DLCs. Habe ich verkauft. Ja, und jetzt einmal globale Karte. Da hinten in Druma Island war ich mal. Ja, die muss ich erst freischalten.
diese Region ist erhältlich bei Season 1. Hey Digga, was ist das alles hier für Maps? Don. Komm, wir reisen jetzt erstmal nach daher. Ich hab überlegt, Junge, ich will nach Stein, nach Wiss will ich eigentlich ganz gerne. Ich bin in die Werkstatt. Zack. Ab nach Wiss. Ab nach Land. Hundor. Russische Förderration. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau war, aber ich glaube ja. Mein Torx. Ja, komm. Ja, Slot, ja. Ich glaube, ich nehme den hier. Ja, Oh. Das muss ich so machen, das sieht. Ich glaube, ein Screenshot machen. Nein, das ist schon ein schönes. In Alaska sind halt viele Trucks versteckt. Ich glaube, ich fahre jetzt auch erstmal zum ersten Wachturm. Da ist irgendein Trockler an der Ansicht. Und mit dem Wachturm. Dass ich das jetzt da hab. Okay, dann let's go. Guck mal hier, der geht schon ohne Allradwickelst ab. Ich würde den jetzt richtig abgeben, weil ich drücke ihn gerade schon durch. Mal gucken, ob es durch den Schlamm schafft ohne Allrad. Ja, mal guck mal hier, den haben sie schon schön gestaltet. Das muss man echt schon sagen. Oh, neue Mission. Stimmt, das Ding war ja auch noch da. Anhängen. Nee, das schafft man hier ohne Allrad. Ah, ist das schon krass. Guck mal hier. Jetzt, der Hummer, der hätte sich jetzt hier auch schon ohne Allrad durchkämmen. Oh Junge. Ich glaube nämlich für Schnee ist der nicht so gut. Ich hab den jetzt auch nochmal, ich weiß nicht, ob das so gut war, Geländereifen drauf gezogen. Ich glaube aber, das bringt was. Dieser Folge noch schaffen, den Wachturm zu erreichen. Komm, kurze Abkürzung, das ist ein Baby. Achso, das ist keine Abkürzung. Ach du! Komm, drücke, drücke, drücke. Dann geht er aus, dann ist er kaputt. Komm, zieh! Wir sind. Komm!
halt aber ziemlich mehr Sprit. Mach's mal hier weiter. Und hier kommen wir schneller voran. Bei Sprit haben wir ja genug drin. Wir haben ja 200 Liter am Boot, da kann man zweimal nachzahlen. Und die ganze Karte können wir mit dem Boot, das ist schon möglich. Das ist ein Landbrot. Alter, steht tief drin. Geht's hier schon gut? Hallo, ich will doch nur was machen. Kontaktfeldstellungen, wie das geht. Lenkrad, Logitech, Gena. Gaspedal. Scheinwerfer mit L. Ich glaube, es war noch nicht dunkel genug. Wo soll ich denn jetzt lang von hier? Ich überlege, ich glaube, ich will hier lang. Scheiben geschaut. Das ist so, oder? Und mit C. Ja, das ist schon. Ja, ich muss nicht komplett hoch. Was ist das denn hier für ein Weg? Da vorne ist noch, ich hab ihn gesehen. Der dreckig, Alter. Hier ist er, oder? Ja, das ist er. Ah, unser erster Wachturm. Nein, nicht jetzt nicht. Jetzt nicht umkippen, Alter. Das meine ich nämlich immer. Das kann einfach richtig. Oh, Alter, Junge. Oh, schöne Musik. Dunkel ist das nicht so geil. Getaucht, oha. Versunkener Truck. Ich glaube, um jetzt weiterzufahren, müsste ich. Oh, ja. Hier lang. Dann am besten. Dann am besten hierhin, hier lang, hierhin und da, dahin.
ich denn da hin? Ich nehme jetzt mal nach. Einmal nachtanken bitte. Los, komm. Brot. So, ist wieder voll. Fahr ich jetzt hin. Nicht den Volltank, wird der dann sauber? Ja, schade. Ach, der steckt schon an diesem Brocken. Oh, das ist krass. Und jetzt steckst du. Oha, er hat ja eine Ratte gekämpft. Ich weiß nicht, was kann ich hier. Danke, hier weiter zu fahren. Ich glaube, ich muss bei Tag weiter. Ja, dann geht's weiter. Scheiße. Zum Glück sind hier aber Bäume zu festziehen, weil sie jetzt hier stecken bleiben. Das soll echt nicht passieren. Achso. Ziemlich ein schmaler Weg hier. Ich möchte hier einen Truck, so einen richtig fetten Truck. Junge, der kippt ja eh fast um. Ja, jetzt hat das. Jetzt stimmt er nicht. Gleich. Was kommt denn hier mal? Ich dachte, hier ist irgendwie ein Stück der Straße. Alter. Boah, ich stört. Ich kann hier nur so Schlamm fahren, Alter. Nein, das mache ich lieber nicht. Fahr raus. Ja, ich hole mal lieber raus. Per Winde. Hallo. Winde anbringen, das ist jetzt. So, und jetzt einmal wieder ziehen. Ja, der hat nämlich hier eine richtig starke Winde drin. Und jetzt einmal richtig quer. Fährt ja auch noch schnell. Fährt ja nicht so lahm. Das fällt ziemlich fest. Jetzt. Oh, scheiße. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich mach hier das Wandsmalsperre aus. Richtig an, sonst gehst du mir gleich kaputt. Ja. Alle. Hier vorne, und dann mal wieder rein. So, hier vorne, einmal bitte.
noch nie passiert ist. Was kommt sie? Na, der schluckt ja schon gut Benzin. Das wird da, ich glaube, diese Grabe. Nein, nicht. Was ist das denn da vorne? Gar nicht. Ist der Truck hier? Ja, der ist da hinten. Können wir jetzt mal ausschauen halten. Ich glaube, ich sehe ihn da hinten. Ich sehe etwas Großes. Jetzt sind wir schon vorbei. Was ist das denn hier? Service-Anhänger. Ich nehme mich einfach mal der Route hier lang. Dann mache ich glaube ich hier. Und irgendwie muss ich auch durch die Route hier zum Wachturm kommen. Da ist ein Upgrade da unten. Ich glaube, da fahre ich jetzt rein. Ha, Digga, das bringt mich noch raus, oder was? Wie soll man denn hier runterkommen, Alter? What the? Ich fahre jetzt hier runter. Zum Glück habe ich da nochmal Höhe gelegt, der war irgendwie flach. Erhalten. Gold. Upgrade. Jetzt steckt er. Jetzt. Ich wusste doch, dass das hier eine Falle ist. Achso, das geht nicht hier. Ja. Hm. Probier's mal vorwärts. Ob ich hier drehen kann. Und zwar den Nö. Aber hochkommen müsste er eigentlich, weil das ist ein fucking X6 mit 800 PS. Was? Oh. Ich hab die auf höchste Leistung getunt. Junge, easy going. Guck mal, wie der easy going hochfährt. Ja, der Gang ist aber bei ihm schwach.
dann muss ich zurück in der Werkstatt oder ich fahr halt zur nächsten Werkstatt. So viel habe ich jetzt auch wieder nicht am Boot. Ich habe so 160 am Boot und dann halt wieder dreimal auftanken oder zweimal auftanken, vielleicht 200 rum. Der Salat, wenn man hier falsch abhängt. Das ist halt die Upgrade. Was ist das da hinten? Ist das Upgrade? Hä? Ich will hier diesen See. Komm mal hin. Ich kann Laub auch keinen Hunger. Aber irgendwie wird es mir so gut. Autos sind nicht so gut versteckt. Das kann doch nicht. Ich weiß nicht, wieso die Strecke so gefährlich ist. Ich bin voll die Abkürzung. Ich würde das, glaube ich, auch gehen. Ja. Bist halt noch weiter hinten. Was ist denn los? Ich glaube, ich kann nicht durch den Weg. Ja, und das. Jetzt haben wir halt die Karte ein bisschen durchentdeckt. Ich verspreche euch, ich werde bis zur nächsten Karte werde ich ein bisschen weiterspielen, dass wir unbedingt in der nächsten Folge in die Karte Steinbruch reisen können. Das verspreche ich euch. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao.